Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Antrag der Grünen gibt uns die Möglichkeit, wichtige Fragen zu diskutieren im Zusammenhang mit Veränderungen in der Arbeitswelt. Und prinzipiell geht er in die richtige Richtung. Zu Herrn Lagoski. Ihr Beispiel mit den 4 Stunden Arbeit und 2 Stunden Nachmittag von der Frau, die Sie angesprochen haben, sehe ich Ihnen gerade nicht. Das hat mit Digitalisierung nichts zu tun. Das hätte es immer schon gegeben. Und diese Beispiele gibt es auch schon. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles, was wir jetzt an Ideen bringen, in Zusammenhang mit neuer Technik bringen. Vieles von dem, was wir fordern und diskutieren, ist ja teilweise auch gar nichts Neues. Aber trotzdem einige grundsätzliche Bemerkungen. Worum geht es, wenn wir uns hier als Parlament über die Frage unterhalten, Folgen der Digitalisierung? Die Grundfrage, die sich stellt, ist, wem kommen die Produktivitätsgewinne, die damit erzeugt werden, zugute? Wer bekommt sie? Kommen diese Produktivitätsgewinne einseitig nur den Unternehmen zugute? Oder gelingt es uns auch durch gesetzliche Regelungen dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten, zum Beispiel durch kürzere Arbeitszeiten, zum Beispiel auch durch die Frage mehr Bildungszeiten oder vielleicht sogar durch die Gesellschaft davon profitiert, dass frei werdende Beschäftigte in den Bereichen eingesetzt werden können, wo wir sie brauchen, in der Pflege, in der Altenpflege, in der Gesundheit? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen müssen und mit denen wir uns hier auseinandersetzen müssen. Meine Damen und Herren, der Einsatz von Technik findet bei uns unter kapitalistischen Bedingungen statt. Das kann man gut oder schlecht finden, aber so ist es. Und das bedeutet, dass in erster Linie der Arbeitgeber darüber entscheidet, was eingesetzt wird und wie es eingesetzt wird. Und dabei geht es natürlich um das Senken von Kosten. Das ist das Ziel, sonst würde es nicht machen. Digitalisierung ist so gesehen nichts anderes als ein weiteres Element, sondern den Produktionsprozess rationeller zu gestalten mit neuen technischen Möglichkeiten. Das Ziel der Arbeitgeber allerdings ist, und jetzt wird es für uns spannend als Parlament, dass sich natürlich die Beschäftigten an die technischen Möglichkeiten anpassen sollen. Und leider nicht so, wie es im Antrag der Grünen impliziert ist, dass bitteschön das Freiräume für die Beschäftigten schaffen soll, die wir realisieren. Das Ziel der Arbeitgeber ist etwas ganz anderes. Ich zitiere aus der Stellungnahme des Bundesverbands der Deutschen Arbeitgeberverbände. Die schreiben, Zitat, wichtig ist, dass die Flexibilität, die die Digitalisierung durch neue Arbeitsabläufe und neue Kommunikationsinstrumente mit sich bringt, nicht durch Regulierung behindert wird. Positive Wettbewerbs- und Beschäftigungseffekte können nur mit einem flexiblen Rahmen ausgeschöpft werden, soweit das Zitat. Damit ist klar, was die wollen. Das bedeutet Ausweitung der Wochenendarbeit, Ausweitung der Feiertagsarbeit, Abschaffung der gesetzlich geregelten Höchstarbeitszeit, Anpassung der Ruhezeiten an Betriebsabläufe und Beschäftigte sollen auch kurzfristig abgerufen werden von zu Hause, um ihre Arbeit verrichten zu können. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die absolute Unterordnung der Beschäftigten unter die Produktion. Und das müssen wir verhindern und regeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Interessen der Beschäftigten stehen denen der Arbeitgeber diametral gegenüber. Da will man von Teilzeit wieder in Vollzeit. Richtig. Da will man nach 8 Stunden auch aufhören können, ohne durch entsprechenden Druck dazu gezwungen werden zu können, länger zu arbeiten. Da will man Beginn und Ende der Arbeitszeit selbst definieren und nicht sich der Technik anpassen. Da will man, und das ist ja wichtig, bitte wieder beim Kollegen Lagowski, zum Beispiel, wenn man kleine Kinder hat, raus aus der Schichtarbeit, in Normalschicht, damit man sich um die Kinder kümmern kann. Das alles gibt es momentan noch nicht. Und dazu brauchen wir eigentlich einen gesetzlichen Rahmen, weil es sonst in der Praxis nicht kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt noch mal zu den Grünen, weil das ist schon wichtig. Wenn man die Interessen der Beschäftigten durchsetzen will, muss man aufpassen, wenn man schreibt, sofern betriebliche Belange dem nicht entgegenstehen. Also aus meiner Praxis, langjährig in den Betrieben, kann ich Ihnen sagen, immer wenn das drinsteht, ist es äußerst, äußerst unwahrscheinlich, dass sich die Beschäftigten durchsetzen. Weil der Arbeitgeber immer einen Punkt findet, wo er sagt, da stehen betriebliche Interessen dagegen. Was wir brauchen, sind dann tatsächlich einklagbare Rechte für die Beschäftigten, für das, was wir wollen. Darüber müssen wir reden. Aber wir können es nicht dem Arbeitgeber überlassen, was wir da machen. Meine Damen und Herren, Digitalisierung, da haben Sie recht, das ist ja auch der Grundsatz, fordert mehr Schutzrechte für abhängig Beschäftigte. Und dann geht es darum, das Direktionsrecht des Arbeitgebers zu verfügen, wann und wie und wo was passiert im Betrieb, weiter einzuschränken. Dann müssen wir das aber auch tun und dürfen nicht nur appellieren.
Und die Bundesregierung muss auch regieren in dieser Frage und nicht nur appellieren, weil sich sonst nichts ändert. Das ist der wichtige Punkt. Ich stimme den Grünen durchaus zu bei dem Aspekt, dass Arbeit zunehmend in rechtsfreien Räumen stattfindet. Wir haben über Vermittlungsplattformen. Sie haben über Vermittlungsplattformen gesprochen. Ja, aber wie können wir das regeln? Was passiert in diesen Vermittlungsplattformen? Da werden zunehmend in rechtsfreien Räumen Arbeit vermittelt von anonymen Organisationen, wo man sich um Aufträge bemüht, vollkommen unabhängig von der Frage, wie lange wird dort gearbeitet, was wird für diese Aufträge bezahlt. Wir haben also eine Aushebelung geltender Bestimmungen in der Bundesrepublik Deutschland durch den Fakt. Wie kriegen wir das, nur ein Aspekt, wie kriegen wir das dort geregelt? Wir müssen über den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbegriff neu reden. Wenn einer einen anderen Menschen über eine Plattform vermittelt, wie Sie richtig sagen, ohne Sozialversicherung, ohne Absicherung, ist er nicht eigentlich Arbeitgeber? Muss der, der jemand anders vermittelt, denn ein Arbeitgeber im Betrieb macht ja auch nichts anderes, da kommt jemand, den beschäftigt er und er vermittelt ihm Arbeit, er gibt ihm Arbeit. Der andere macht im Prinzip dasselbe. Wir müssen den Arbeitgeberbegriff, Sie haben da wirklich wenig Ahnung davon, ich würde mich ein bisschen zurückhalten. Ja, wirklich, Sie brüllen zwar dazwischen, aber Sie haben wirklich keine Ahnung. So, und deshalb würde ich sagen, wir müssen über den Arbeitgeberbegriff neu regeln. Ist der, der einen Menschen vermittelt, nicht Arbeitgeber? Und muss der dann nicht auch die Sozialversicherungsbeiträge zahlen, wenn er jemanden vermittelt? Das wären Aspekte, die wir in der weiteren Beratung aufnehmen sollten. Ich freue mich darauf. Insofern ist der Antrag der Grünen auch durchaus hilfreich. Als nächste Rednerin spricht Katja Mast für die SPD-Fraktion.